herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Heute gibt es einen Kabeljau, gesottener Kabeljau mit einem Langustenweißkohl. Oder bist du mir gelacht? Einem Spitzkohl. Ja, richtig gehört, Languste. Hier haben wir die Languste bereits, Langustenschwanz, er ist doch roh. Und dabei die Schale, die auf der anderen Seite ist, die haben wir also schon schön auseinandergeschnitten und bereits klein gemacht, sodass wir da schöne Soße machen. Dann hier den Kabeljau als Loin, also als Mittelstück. Bereits den Spitzkohl kurz blanchiert, das muss ich nicht groß erklären. Einmal kurz in Wasser, Salzwasser gewendet und dann abgeschreckt. Und dann, ja, dann können wir das mit dieser Soße miteinander verkochen. Schön fest, ein bisschen bissig, auch sehr aromatisch, passt. Aber wir bereiten das Ganze so weit vor, dass wir auch eine Soße kochen müssen. Und das ist sicherlich das Erste. Wir nehmen also Folgendes. Wir nehmen also hier etwas Butter in den Topf, dann etwas Öl dazu und braten die Languste ganz kurz an. Ohne Salz und Aber, genau, ohne Salz und Pfeffer. Da könnt ihr auch mit mehr Butter dazu. Weil wir wollen ja den Geschmack bekommen in diese Soße rein. Das geht nur so, indem wir das ganz kurz anbraten. Von allen beiden Seiten. Und dann ist wichtig, im Ofen nachziehen lassen. So ist sie angebraten. Können wir ein bisschen mehr Power noch geben. So, genau. Das geben wir in den Ofen. Und hierbei können wir schon die Schale reintun. Da passiert also nichts. Dass wir die Röststoffe kriegen und dass es dann praktisch diese roten Pigmentstoffe herauskommen. Den schieben wir ganz kurz in den Ofen und dann machen wir eine Soße weiter. Wichtig ist dabei, dass die Languste nicht zu heiß wird, so 90 Grad, das reicht eigentlich hin. So, und jetzt schwitzen wir das Ganze an. Wir sehen das schon, es wird also rot. Um das Ganze noch verdeutlichen, machen wir etwas Tomatenmark dazu. Wichtig ist es beim Tomatenmark, dass wir es auch mit anrösten, dass die Säure also ein bisschen herauskommt und das Tomatenmark also auch reagiert. Ganz, ganz wichtig und ist eigentlich entscheidend. Und jetzt kommt nur noch was dazu, Sahne. Jetzt müssen wir das Ganze etwa 5 bis 6 Minuten kochen, bis es reduziert ist und dann mixen wir es. Aber darum, das nachher später. Ja, wir sehen also schon, dass es ein bisschen rötlich war oder geworden ist. Hier sehen wir die Schalen, die auch natürlich jetzt rötlich sind. Aber das Ganze müssen wir jetzt noch zerkleinern. Das heißt, wir wollen den Geschmack richtig aus der Schale ziehen. Das geht auch, indem ich ganz brutal einfach das ganze Zeug mixen. Und wie so immer wird es wieder laut, wenn wir solche Gerätschaften nutzen, aber der zerkleinert eigentlich alles. Ist auch recht so. So, und dann geben wir eben. Perfekt, das Ganze wird jetzt sogar passiert. Passieren, also durch ein ganz feines Sieb gegeben, dass wir also den Ganzen auch sehr schön die Schale rauskriegen bekommen. Und dann müssen wir das Ganze nochmal einreduzieren. Soweit einreduzieren, bis es dickflüssig ist. Also jetzt kommt es richtig der Geschmack raus. Und damit haben wir natürlich eine fantastische Langustensoße. Die Verbindung jetzt zu dem Spitzkohl. Wir garen dann den restlichen, reduziert ist dann den Spitzkohl, dann, der also ganz bissig ist, da drin fertig. Und dann hat er auch diesen wunderschönen Geschmack und die Verbindung zum Kabeljau. Ja, gut. Wir sehen, es ist also schon eine fantastische Soße. Und jetzt kommen wir zum Kabeljau.
dabei in Fenchel gedämpft. Entweder wenn man kein Fenchelstiele hat, also wie hier, dann einfach ein bisschen Fenchelgemüse nehmen, klein schneiden, das geht also auch. Und das ist jetzt wichtig, dass man das nicht nur klein schneidet, sondern mit dem Messerrücken klopft. Und dann kommen die ätherischen Öle heraus. Das Ganze können wir dann in den Topf geben. Das ist also sehr entscheidend für den Geschmack. Da dämpfen wir ihn gleich mit etwas Weißwein. So, das reicht uns schon. Da kommt jetzt noch Weißwein rein. Ein Hauch von Salz. Da legen wir jetzt den Kabeljau drauf und dämpfen den Kabeljau da drin. Und was machen wir jetzt noch mit dem restlichen? Das gehen wir zur Seite. Aber mit dem Weißkohl, der kommt jetzt gleich in dieses Gemüse rein, in die Soße rein. Aber erstmal werden wir eine oder zwei Minuten leicht dämpfen. Ja, die Languste ist auch auf dem Punkt. Die hat so richtig schön drin glasig, sehr wichtig. Langustenfleisch. Aber jetzt geht das auch richtig, wirklich ratzfatz. Hier sehen wir den Kabeljau. Wenn er so glasig ist wie hier, ist er auf dem Punkt gegart. Es duftet, es riecht nach diesem Fenchelton, leicht Weißwein dazu. Einfach herrlich. Und jetzt kommt einfach, ganz, ganz einfach wirklich dieser Kohl dazu. Der gart jetzt in dieser Soße fertig. Wird aufgekocht, dass er nochmal richtig schön durchzieht. Probieren wir nochmal, ob es dann schmeckt. Ganz etwas Salz dazu. Dann richten wir auch schon. Wir wollen mal lieber einen großen Löffel nehmen. Herrlich, es riecht, es duftet, toll. Das ist was ganz, ganz, ganz Feines. Ja, legen wir los. Legen wir los. Check. Dann den Kabeljau. Olive. Und nun zum guten Schluss ein Medaillon von Languste dazu. Eben dieser Fenchelton passt einfach ideal dazu. Dann könnte man noch einen kleinen Trick machen. Ich habe hier noch ein bisschen Butter. Jetzt sieht das Ganze noch ein bisschen witzig aus. Schon ist unser Gericht fertig. Ein wunderschönes Gericht. Ich sage es, fangen wir mal von unten an. Spitzkohl in Langustenrahm gegart. Dazu ein pochierter Kabeljau mit dem Fenchel, und zwar Fenchelstiele. Und dazu eine Langustenmedaillon. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.